Wir beginnen mit einem Lied. Kann ich mir mit 3 Minuten 40 ausrasten? Bitte schön, schön laut. Schmerz noch so viel gewollt. Was passiert mit der Liebe, wenn wir die Gefühle verdrängen? Was passiert mit einem Seil, nachdem er hängen? Schaut sie, schaut sie, schaut sie, es vergisst uns. Noch so viel Leid, wer stiftet den Frieden, wann keiner bereut? Wie können wir wissen, wie sich das Sterben anfühlt? Wer führt uns heute, wann uns nichts mehr berührt? Wie soll man verstehen, wann wir nicht dazu stehen? Wie kann ohne Einsicht so viel Verletzung vergehen? Was wissen wir Enkeln von nächster Generation? Wieso finde ich, wo ich nur hinschau? Munition. Schaut sie, schaut sie, schaut sie, es vergisst uns nicht. Was war eine Sehnsucht, um dem Hitler zu folgen? Welche Kraft hat sie gespürt, um Menschen zu morden? Wodurch wird sie frei, die bestialische Wut? Nur wenn wir's verstehen, wird's wieder gut. Schaut's hin, schaut's hin, schaut's hin. Danke ich mal für das Zuschauen und Zuhören und Hinschauen. Wieso zeige ich einen Film von einem Deportationslager, wo Menschen umgebracht wurden? Ich denke, das ist eine ganz wesentliche Siedlungsbewegung, mit der wir Österreicher, wir Wiener uns zu beschäftigen haben, wenn wir über Städtebau und Siedlungsbewegung sprechen. Österreich ist frei, damit hat die neue Epoche begonnen. Ich frage, wofür? Wofür ist Österreich frei und wofür ist ein Gelände mit 250 Hektar, 250.000 Quadratmeter eigentlich gut, wenn wir in die Welt rausschauen, was im Augenblick passiert. Und ich sage euch, wenn hier steht, Österreich will keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, wird mir schlecht. Wenn wir rausschauen in die Welt, was eigentlich passiert, was die Welt im Augenblick braucht und wir hier 250.000 Quadratmeter zur Verfügung haben, dann ist es unsere Pflicht, genau hineinzuschauen, und ich feiere sehr gern Partys, glaubt mir das? Ich mache gern Musik und nicht nur traurige oder schwere Musik. Was hat das mit uns zu tun? Und wo beginnt Städtebau? Da bitte ich euch mal hinzuschauen. Hier oder dort, wo Menschen Heimat suchen? Habt ihr euch schon mal überlegt, wer eigentlich siedelt?
Es gibt zwei Möglichkeiten der Siedlung. Angst, Schmerz, Gefahr, Vertreibung, Furcht oder Mut, Vision, Kraft. Sind wir überhaupt fähig, eine Stadt der Vision zu bauen? Sind wir fähig dazu? Nachhaltigkeit ist wunderbar. Mir ist es langweilig. Nachhaltigkeit heißt nichts anderes als aufzuhören, diese Dummheit zu leben. Nachhaltigkeit ist langweilig. Was müssen wir tun? Wir brauchen einen Prozess, wo wir die Zivilgesellschaft aktivieren, wo wir Geld mit ethischen Werten herbekommen, wo wir Wissenschaftler verbinden, wo wir Glaubensgemeinschaften einladen, Heimkehrer einladen, ja, Existenzbedrohte einladen. Und das heißt Politik runter vom Sockel, aber nicht, weil wir schlecht sind, sondern weil die Politik jetzt Moderation braucht, Frage stellen. Niemand kennt sich aus, wie diese Epoche der Welt zu bewältigen ist. Wir haben da eine Riesenchance. Und wenn wir diesen Prozess gehen, rausgehen und fragen, wer eigentlich was braucht und welchen Beitrag die Seestadt hier leisten kann, welchen Beitrag wir hier bauen können, dann wird es plötzlich dort eine Friedensuniversität geben, da wird es eine Stadtwährung geben, denn es ist nur dann gut, wenn es für alle gut ist. Und die Stadtwährung ist nur eine Kleinigkeit. Ja. Wir brauchen Lebensraum für Menschen, die es wirklich brauchen. Da dürfen wir dabei sein. Und es ist Zeit, dass wir uns öffnen, aus der Angst, die wir heute auch schon gehört haben, rausgehen und Lebensräume schaffen, die für alle gut sind, wo wir gemeinsam eine richtig geile Stadt des Friedens bauen. Und das ist eine große Chance da. Dazu müssen wir uns allerdings zeigen, mutig vorangehen und nicht auf die Politiker warten. Wir sind selbst, das möchte ich auch sagen. Ich danke euch, das müsste die letzte Folie sein und dann haben wir es alle leiwand.